Ein Aspekt dieses herrschenden Gebetes will ich mit euch durchgehen. Das ist dieser Aspekt der Fürbitte. Und ihr habt das sicher in der Ankündigung schon gelesen. Wir wollen ganz kurz uns Zeit nehmen, auf einen Bericht zu schauen. Der steht im zweiten Kapitel von Markus-Evangelium. Und dieser Bericht wird in allen Evangelien erwähnt. Immer so ein bisschen unterschiedlich, aber in der Aussage immer der gleiche. Und dieser Bericht ist eins der großen Beispiele, wie Fürbitte funktioniert und wie Fürbitte wirklich auch alles abverlangt. Und wir haben schon jetzt das erwähnt, ich hatte in dieser Woche mir Zeit genommen für dieses Mosekörbchen. Ich sage nachher noch was dazu für die Leute, die neu dazugekommen sind. Hier drin sind diese vielen, vielen Anliegen gesammelt, die als Gebetsanliegen reingekommen sind. Und ich habe diese Woche da mir viel Zeit für genommen, das alles nochmal zu lesen, nochmal diese Anliegen vor dem Herrn zu bewegen. Ihr kennt sicher auch den Bericht im Alten Testament von dem Hiskia, wie er einen Brief vom Feind bekommt, eine wirkliche Bedrohung, es geht um wirklich viel. Und Hiskia nimmt diesen Brief und geht in das Heiligtum und breitet ihn vor dem Herrn aus. Nun ist es ja nicht so gewesen, dass der Herr das irgendwie nicht kapiert hätte oder nicht mitgekriegt hätte, dass der Feind sich gegen Hiskia positioniert hat, sondern er war schon orientiert darüber. Und trotzdem geht Hiskia in dieses Heiligtum, in diesen Bereich zwischen ihm und Gott, und er breitet es aus vor ihm und sagt, guck dir das an, was hier passiert, wo der Feind sich gegen mich stellt. Und genau das ist das mit diesen vielen, vielen hundert Anliegen, die hier in diesem Korb sind. Es sind wirklich Dinge, wo der Feind in das Leben von Menschen reingekommen ist, vielleicht auch in dein Leben, in das Leben von deinen Kindern, in das Leben von deinen Freunden, von deinen Verwandten, was auch immer der Grund ist. Aber es sind Dinge, die wirklich feindlich gesinnt sind und die boshaft sind und die in deinem oder in dem Leben der anderen zu einer massiven Zerstörung geführt haben. Und in manchen Dingen bist du wahrscheinlich sogar unbeweglich geworden. Und dieses Unbeweglichsein, dieses Gelähmtsein, dieses ich kann einfach nicht mehr, weil die Übermacht des Feindes so stark geworden ist, dass es wirklich schwierig ist, das selber zu durchbrechen. Deswegen laden wir ja ein, dass ihr uns die Gebetsanliegen zusenden könnt. Wenn die auf den Rechner kommen, dann beten wir schon, während wir sie lesen, wir drucken sie aus, wir legen sie dann hier in unserem Gebetsraum ab. Sie kommen dann in dieses Körbchen und wann immer wir hier sind, beten wir für diese Anliegen. Einfach, weil wir bemerken, dass es Menschen wirklich vom Feind her fast schachmatt setzt. Sie sind wirklich wie gelähmt. Und deswegen ist für mich dieser Bericht in Markus 2 so besonders, ist so ein Beispiel, dass ich verstehe, wie diese Attacke ist und wie wir helfen können, einander helfen können, dass die Dinge sich verändern. Wir schauen einfach mal jetzt auf diese Situation, Markus 2, 1 bis 12. Ich will es jetzt nicht vorlesen, weil diesen Bericht kennt ihr alle. Jesus ist in Kapernaum. Und viele Menschen haben schon mitbekommen, dass er sehr viele Wunder getan hat, Heilungen, Zeichen, und dass er die Rettung und Wiederherstellung verkündigt. Er verkündigt das Reich Gottes. Er sagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater, und die Kunde von ihm spricht sich rum. Und so ist er auch an diesem einen besonderen Tag unterwegs, und er ist in ein Haus gegangen. Und die Nachricht, dass er dort ist, die verbreitet sich im Windeseile. Und alle wollen ihn sehen, alle wollen ihn hören,
Alle wollen den Rabbi, den Lehrer, den Meister hören, sehen und vielleicht tut er ja ein Wunder vor unseren Augen. Und dann können wir am Ende des Tages sagen, ich war dabei, ich hab's gesehen. Und dann sind aber auch noch die anderen da, die Schriftgelehrten, die wollten sich das auch mal von ganz nah angucken, die Pharisäer aus den Dörfern Galiläas und aus Judäa und aus Jerusalem, die werden aufgezählt, dass die Pharisäer wirklich aus diesen Ortschaften wirklich sich auf den Weg gemacht hatten, um zu hören, was er sagt. Nur in ihrem Verständnis und in ihrem Herzen war es nicht, hey, wir wollen sehen, wie er ein Wunder an Menschen tut, wie er ihnen wohl tut, sondern in ihren Herzen war Kritik, Eifersucht, Neid, was auch immer. Und wir lesen in Markus 14, sie suchten, wie sie ihn zu Fall bringen können und ihn töten könnten. So, in diesem Haus in Kapernaum, da drückte sich jetzt die Masse und wir lesen da sogar in Markus 2, dass noch nicht mal mehr Platz vor der Tür war. Also wirklich Menschenmassen. Und es waren Menschen, die hatten echt Hunger und Durst. Sie lebten in Dingen, in Begrenzungen, in Krankheiten, in Nöten, die wirklich schlimm für sie waren. Und sie scheuten sich jetzt keine Mühe, selber dahin zu gehen. Vielleicht waren sie auch selber krank. Vielleicht hofften sie, dass er ihnen die Hände auflegen würde. Und sie wollten vor allen Dingen in seiner Nähe sein. Ich glaube, dass Jesus so eine Power hatte, so eine Kraft, so eine Ausstrahlung, dass man einfach gerne in seiner Nähe war. Und manchmal in den Gebetszeiten, da geht es mir auch so, da fühle ich mich so wohl, da fühle ich mich so angenommen, so geborgen, so einfach so glücklich, obwohl ich vielleicht im natürlichen Leben auch viele Dinge habe, die mich bewegen, aber in dieser Gegenwart von ihm, da ist alles gut. Da ist meine innere Welt einfach in Ordnung. Und ich glaube, dass hier auch Menschen sich gedrängt haben, die einfach dieses Wort der Rettung, der Heilung, der Zuversicht und Hoffnung hören mussten. Das war für sie, die Hunger und Durst nach dieser Gerechtigkeit Gottes hatten, das war etwas ganz Besonderes. Und dann kommt es ja zu diesem ungewöhnlichen Zwischenfall, wo diese vier Freunde oder diese vier Männer mit einem Gelähmten auf seiner Matte angetrabt kommen. Und sie versuchen nun, hey, mach doch mal Platz und hey, wir haben einen Gelähmten und wir müssen jetzt mal zu Jesus, wir müssen ihn dahin bringen. Und sie versuchen da, die Leute da zur Seite zu schieben. Aber wer einen Platz eben sich ergattert hatte in diesem Haus oder knapp davor oder am Fenster oder so, der war nicht bereit, diesen Platz aufzugeben. Auch nicht für so jemand. Da war nicht so viel Verständnis. Und keiner machte jetzt Platz, nicht in dieser Minute, denn Jesus spricht doch gerade. So, und wegen diesem Gedränge und wegen diesen Menschen fanden sie keine Möglichkeit, ihn hinzubringen und so stiegen sie aufs Dach. Und das berichtet uns Lukas in Vers 19 vom Kapitel 5. Und ich stelle mir das immer so vor, weißt du, wenn Jesus da steht und predigt und die Leute und es ist so richtig alles da, so richtig auf, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, alle sind gespannt, es ist so ein Knistern in der Luft und dann auf einmal fängt es da oben an zu bröckeln und zu bröseln und ich glaube, Jesus hat bestimmt auch von diesem Staub oder was es da auch immer war, auch einiges abgekriegt und er hat sich bestimmt gewundert, als er hochgeguckt hat, was denn da oben los ist. Denn diese vier Männer haben dieses Dach, was wahrscheinlich auch in dieser Leichtbauweise damals gebaut war, haben sie einfach in der Mitte aufgedeckt und sie lassen diesen Mann, diesen gelähmten Mann durch dieses geöffnete Loch darunter. Ich weiß nicht, ob Jesus seine Predigt unterbrochen hat, ob er gewartet hat, bis nun endlich der da unten angekommen ist. Aber
Wisst ihr, manchmal stelle ich mir diese biblischen Szenen einfach vor. Und das mache ich deshalb, weil es mir hilft, mich da reinzudenken und da rein zu versetzen, wie das denn eigentlich gewesen ist und welche Brisanz da drin gewesen ist und welche Hoffnung da drin gewesen ist und was die erwartet haben. Und so war das jetzt hier bei diesen Männern auch. Die haben nicht einfach aufgegeben und haben zu ihrem Freund, dem Gelähmten, da gesagt: Na, weißt du, ist keine Chance, ist heute kein guter Tag. Wir versuchen das nächste Woche nochmal oder wir gucken mal, wo er morgen ist oder irgendwas. Nein, die hatten sich vorgenommen: Es ist jetzt ein Anliegen bei uns. Ich will, dass das durchkommt. Und jetzt bringen wir ihn Jesus. Und ich dachte, ey, das wünsche ich mir oft so. Wisst ihr, dass ich hier diese Leute, diese Herzensschreie, dass ich hier dieses Anliegen, dass ich das Herrn bringe. Egal, ob es jetzt in meine Zeit passt oder ob es in mein Wollen passt oder ob es in meinen Tagesablauf nun so reinpasst. Es gibt Zeiten, ja, wo wir feste Zeiten zum Gebet haben. Aber manchmal gehe ich auch hier vorbei und ich lege meine Hände auf und sage: Herr, hab Erbarmen mit diesen vielen, vielen Menschen und diesen vielen Anliegen. Und dabei hilft es mir auch, mir diesen biblischen Bericht vorzustellen, wie diese vier Freunde nicht nachgegeben haben, sondern sich echt dahingegeben haben, Stress auf sich genommen haben. Andere haben bestimmt gesagt: Ihr seid wohl bescheuert, hört doch auf damit, bringt doch nichts. Wisst ihr, lasst dich nie davon ableiten, dass irgendjemand sagt: Dein Beten bringt dir doch nichts. Du guck, der ist doch immer noch in derselben Position, der ist doch immer noch, dein Sohn ist immer noch nicht von seinem Suchtding runter, deine Tochter ist immer noch nicht in den Kontakt zu dir gekommen, dein Mann hat sich immer noch nicht bekehrt, deine Frau geht immer noch nicht mit in die Gemeinde, deine Ehe ist immer noch so bescheuert und hat doch keinen Sinn. Lass dich davon nicht beeindrucken. Das ist wirklich Gequatsche vom Feind. Das möchte ich mal sagen. Ich werde nicht aufhören, wisst ihr, für diese Sachen zu beten, bis ich weiß, dass sie durch sind. Ich habe ein paar weggenommen von diesen Anliegen, weil Leute gesagt haben: Ja, das ist durch oder sie ist wieder gesund geworden oder der Zustand hat sich verändert. Aber es sind noch so viele da und ich erwarte, dass es eine Öffnung gibt in dem Raum und dass ich diese Leute mit diesen Stricken darunter lasse vor die Füße von Jesus und dass er sich erbarmt. Denn das war ja meine Zusage, die er mir prophetisch gegeben hatte. Die habe ich gehört im Gebet, dass er gesagt hat, als ich versucht war, diese alten Gebetsanliegen wegzuräumen, wegzuschmeißen, dass ich gesagt habe: Herr, das kann ich nicht. Ich habe ja noch nicht gehört, dass den Menschen geholfen wurde. Und der Herr hat gesagt: Tu sie in das Körbchen. Und ich dachte: Was, hä, was für ein Körbchen? Und ich hatte gar nicht gesehen, dass unter meinem Schreibtisch ein kleines Körbchen stand, was meine Tochter mir dahingestellt hatte. Und ich habe diese ersten Anliegen, die reinkamen, habe ich in dieses Körbchen getan. Das war das erste Mosekörbchen, weil in der Zeit hatten wir im Livestream über Mose gesprochen, wie er von seinen Eltern als einen Glaubensschritt auf den Nil gesetzt wurde, in diesem Körbchen, was innen mit Pech ausgestrichen war. Und es ist die gleiche, das heißt, dass es das gleiche Bild ist wie für die Arche. Und dass auf dem Wasser, auf diesem unbeständigen, auf diesem ungewissen Weg, dass der Herr seine Hand drüber gehalten hat und er hat geschenkt, dass es zu einem guten Verlauf gekommen ist, zu einem guten Ende gekommen ist. Und der Herr hatte mir damals gesagt: Tu sie in das Körbchen und warte, bis ich mein Werk vollendet habe. Und das ist das, weshalb hier echt mein Herz mitschlägt. Und ich glaube, dass das bei diesen vier Freunden genauso war, dass sie nicht nachgeben wollten. Ja, da war alles zu, da war keine Möglichkeit zu Jesus direkt geradeaus und alle machen Platz. Nein.
Und vielleicht ist es in deinem Leben auch manchmal so, dass Leute dich aufhalten wollen, dass Leute dich runterschwätzen, dass Leute sagen, macht nichts, hat keinen Zweck, hat nicht geklappt. Ja, der Berg war zu groß, hast zwar zu dem Berg gesprochen, aber jetzt hat er sich nicht verändert. Naja, macht doch nichts. Nein, du hörst nicht auf. Die vier Freunde haben nicht aufgehört. Das ist das, was mich so begeistert an dieser Geschichte. Das ist das, wo ich sage, hä? Die sind hochgestiegen, haben angefangen, das Ding oben auseinanderzunehmen, haben wirklich das war ja auch Gewicht wahrscheinlich, mit dem Mann, haben ihn runtergelassen und haben gewartet, was Jesus tut. Und das war auch was, was mich beeindruckt hat, dass Jesus nicht gesagt hat, naja, also eigentlich wollte ich jetzt hier weiter predigen, gerade stört ihr mich, sondern mitten in diesem Menschengedränge kommt er darunter und Jesus schaut sich diesen Mann an. Vielleicht haben ja die vier auch gedacht, ja, vielleicht lobt er uns, vielleicht spricht er auch ein Wort zu uns, vielleicht sagt er auch, oh, ihr gesalbten Leute, kommt doch mal runter, ihr habt euch jetzt so viel Mühe gegeben für euren Freund, jetzt lege ich auch euch die Hände auf. Davon lesen wir nichts. Vielleicht haben sie es erwartet, vielleicht haben sie auch gesehen, dass er Wunder getan hat, vielleicht haben sie selber ein Wunder schon erlebt gehabt, das wissen wir nicht. Aber manchmal frage ich mich das. Und jetzt liegt dieser gelähmte Mensch vor Jesus und das, was er sagt, ist, Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Also wenn ich mir das vorstelle, mir wäre das jetzt so gegangen, da hätte ich gesagt, stopp, Moment mal. Wir wollten eigentlich, dass er laufen kann. Wir wollten eigentlich mit ihm nach Hause gehen. Wir wollten eigentlich mit ihm am Ende des Tages feiern. Wir wollten eigentlich, dass er hier rausspaziert. Denn das haben wir doch erwartet. Das haben wir doch gedacht, dass du das tust. Und jetzt so eine Ansage, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Das war doch eigentlich für diesen Stress nicht genug. Und bei den Schriftgelehrten, die dabei saßen, war es nämlich auch genau dieser Satz, der ihr Thema gewesen ist. In Markus 2, Vers 6 lesen wir: Es saßen aber dort einige Schriftgelehrte, die dachten bei sich: Was redet der so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Und als Jesus ihre Gedanken in seinem Geist erkennt, spricht er sie darauf an. Was hegt ihr solche Gedanken? Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Bahre und geh runter, geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sagt er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Und das Wunder ist tatsächlich da, Heilung und Vergebung. Und eigentlich muss man es umdrehen, Vergebung und Heilung. Und ich glaube, dass der Teufel immer Krankheit benutzt, immer uns Leid zufügt, um uns zu entmutigen und unseren Glauben an Gott zu zerstören. Und was ich auch weiß, das ist, dass Jesus gekommen ist, diese Werke des Teufels zu zerstören. Heilung und Wohlergehen ist das, was wo ich denke, dass das Gottes großes Eingreifen in das Leben von Menschen ist. Das ist sein Sieg. Das ist etwas, wo er dem Teufel diese Macht genommen hat über diesen Tod, über die Krankheit, über diese ganzen Herausforderungen, diese ganzen niederträchtigen Dinge, die er in unserem Leben tut. In 1. Johannes 3, Vers 8 kannst du lesen. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus will immer Menschen wiederherstellen. Er will immer, dass Menschen gerettet werden, dass sie geheilt sind, dass sie wiederhergestellt sind an Geist, Seele und Leib. Und ich werde nicht aufhören, für genau diese Punkte zu beten. Ich habe das noch nicht
in Vollendung gesehen. Ich habe es noch nicht so oft gesehen, aber ich strecke mich danach aus. Ich will nicht immer zurückgucken und denken, da hat es nicht geklappt und da, ja, da gab es eine kleine Besserung oder irgendwas, sondern ich strecke mich nach vorne aus, weil ich erwarten will, dass Gott Zeichen und Wunder tut, und zwar in unserer Zeit noch. Ich will nicht zu denen gehören, die sagen, na ja, das hat aufgehört mit den Aposteln und das liest man ja nicht mehr heute und was es da alles an irgendwelchen verrückten Thesen gibt. Ich gehöre nicht dazu. Ich erwarte, dass der Herr sich genau über diese Leute hier erbarmt und dass ich das hören werde, dass wir Zeugnisse dafür sehen werden und hören werden, dass es eine Veränderung gibt. Das ist das, was ich erwarte, dass der Herr seinen Geist noch mal ausgießt. Ich erwarte dieses Gnadenfenster. Ich will nicht, dass so viele Leute durch psychische Krankheiten, durch Glaubensminderung, durch Krankheiten jeglicher Art verloren gehen, weil sie den Glauben aufgesteckt haben und haben gesagt, ich weiß nicht, Gott gibt es, glaube ich, gar nicht. Er tut nichts in meinem Leben. Das will ich nicht. Ich werde nicht aufhören, für Heilung und Errettung und Wiederherstellung und Wohlergehen zu bitten und zu glauben und zu beten. Wir haben einige Anliegen. Auch heute gab es auf dem Anrufbeantworter jemand, der gesagt hat, ich bin so ermüdet vom Beten. Hey, nein, nein, du bist ermüdet von den Erwartungen und den Gedanken, die du über die Umstände hast, die in deinem Leben sind und wo der Feind dir immer und immer wieder zeigt, es verändert sich ja nichts. Es bleibt immer dasselbe. Es wird immer schlimmer. So vielen Eltern, vielen Leuten, die für ihre Kinder glauben, die für ihre Eltern glauben, die für ihre Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen glauben. Sie lassen sich selber oft so unter diese Bedrängnis und unter diesen Druck beten, bringen, dass es nichts genutzt hat zu beten und dass sich die Dinge ja nicht verändern. Beten heißt, ich spreche mit Gott und ich komme mit Glauben, ich komme mit Flehen und mit Danksagung zu ihm. Ich bringe meine Klage vor ihm. Ich schütte meine Klage wie Wasserbäche vor ihm aus. Das gibt es auch. Das ist mit diesem flehentlichen Gebet gemeint, mit diesem Gebet, was wirklich aus der Tiefe unseres Seins kommt, weil die Umstände so immens groß sind, dass wir im Natürlichen keine Antwort haben. Und wir müssen sie dem Herrn bringen, weil es gibt nichts anderes, wo wir unsere Sorgen, unsere Nöte und unsere flehentlichen Gebete hinbringen können. Nur er ist unsere Stärke. In den Klageliedern lesen wir in Klagelieder 2, Vers 11: Ich habe mir fast die Augen ausgeweint, mein Leib tut mir weh, mein Herz ist auf die Erde ausgeschüttet und das, was uns so beschwert und was uns so entmutigt, das sollen wir vor ihm ausschütten. Das ist flehentliches Gebet. Das ist Fürbitte für andere. Das ist, ich bringe mein ganzes Herz mit da rein. Nicht nur meinen Kopf und nicht nur das, was meine Augen gerade sehen. Ich habe wirklich viele Situationen von Bedrängnis, von Krankheit, von notvollen Situationen erlebt, wo es wirklich auf die Kante ging und wo ich wirklich nur unter echten Seufzen oder manchmal war es auch nur ein Hauchen sagen konnte, Jesus, du hast den Sieg. Jesus, du hast den Sieg. Mehr ging nicht. Und ich habe den Sieg erlebt, sonst würde ich heute nicht hier stehen und euch davon Zeugnis geben. Ich habe Segnungen erlebt. Mitten im Krankenhaus, ich habe Segnungen auf der Intensivstation erlebt, ich habe Segnungen erlebt, als ich im Ausland operiert werden musste. Ich habe wirklich seine Hand auf meinem Leben gelegt, gesehen und deshalb weigere ich mich zu sagen, Beten nutzt nichts oder der Herr wird nichts mehr tun oder es wird sich nicht verändern, sondern ich aktiviere meinen ganzen Glauben, weil der, der in meinem Leben das Wichtigste ist, ist der, den ich von ganzem Herzen liebe, mit ganzer Seele und mit all meiner Kraft. Und das ist das, was uns wirklich hilft, dass wir in den Sieg kommen. Im Natürlichen sind oft die Dinge nicht so sichtbar, das stimmt. Aber Gott ist ein Gott der Veränderung. Und er wird die Dinge auch in deinem Leben verändern. Vor allen Dingen in deinem
inneren Menschen. Wisst ihr, jetzt gibt es ja immer diesen Satz, bleiben Sie gesund. Ich kann es echt schon bald nicht mehr hören, weil dieses gesund und der Körper und wir müssen alle fit sein und das alles, das hat so eine hohe Priorität eingenommen, dass wir wirklich diese andere Seite, dieses unser Glaubensleben, unser Leben mit dem Herrn, das und unsere Seele und das alles, das nehmen wir mit in die Ewigkeit. Unseren Körper nehmen wir nicht mit, wenngleich ich wirklich bete, dass wir in Kraft vorwärts gehen. Aber versteht ihr, es gibt auch noch eine andere Dimension und die dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Wir sind hier nicht für immer, sondern dieses System hier, es wird nicht für immer bleiben, sondern das, wohin wir gehen, wo unsere Heimat ist, wo unsere Wohnung vorbereitet wird, das ist im Himmel und das ist bei Jesus und das ist in der Ewigkeit, wo er die Dinge vorbereitet. Die vier Männer, die hier in diesem Kapitel beschrieben werden, das sind Leute, die wirklich an die Liebe Gottes geglaubt haben, an die Liebe von Jesus, an diese Hingabe, an seine Macht und dass er wirklich die Dinge in dem Leben auch von diesem Freund, von diesem Mann verändern wird oder verändern kann. Ich glaube, die haben kein Problem damit gehabt, dass sie einfach so wieder nach Hause gehen. So, das, was ich sagen möchte, ist, ich bin begeistert von Gebet. Ich habe auch Gebetszeiten nachts. Die Bibel spricht davon, dass wir ihn preisen sollen auf unseren Lagern oder dass wir auch Kämpfe ausfechten auf unseren Lagern in der Nacht. Ich erlebe das ganz oft, dass ich so zwischen 3 und 4, 3 und 5 wach werde und ich bringe meine Gebete vor den Herrn. Manchmal stehe ich auf, manchmal bleibe ich liegen. Aber ich bin dann echt im Kampf für die Dinge, die mir auf dem Herzen sind. Und oft ist es so, dass der Heilige Geist mir tatsächlich Dinge von diesen Gebetsanliegen in Erinnerung ruft. Leute, mit denen ich ein bisschen im Kontakt bin, Leute, die geschrieben haben, wo noch so einige Sätze in meinem Inneren sind und ich proklamiere, dass er der Haupterheber ist, dass er uns ein siegreiches Ja geben wird, dass wir ein wundervolles Ja erleben werden. Und es ist jetzt nicht die Zeit, unsere Waffen niederzulegen. Es ist nicht die Zeit, aufzugeben und in Frust und Entmutigung liegen zu bleiben. Versteht ihr? Also wenn ich das schon höre, dieses, was auf jetzt schon wieder uns zurollt, wir brauchen diese Zuversicht in Gott, dass er die Dinge in den Händen hält und dass nichts ihn von seinem Thron runterholen kann. Es wird ihn nicht überraschen, es wird ihn nicht überfordern, was in unserem Leben passiert, sondern es wird eine Veränderung zu seinen Plänen hin geben. Ich möchte euch noch ein persönliches Zeugnis erzählen. Ich habe das mit unserem Sohn abgesprochen und ich darf das erzählen. Und ich habe euch dazu auch ein Bild mitgebracht, das sage ich dann gleich. Aber ich muss mal erst so den Anfang euch mitteilen. Es geht darum, dass wir ja oft in unserem Leben für Dinge beten und wir gehen drauf zu und auf einmal stehen wir davor und es hat eine total andere Wende gegeben, nämlich genau fast ins Gegenteil und wir sind total verunsichert und sagen, wie kann das denn sein? Wir haben gebetet, wir haben geglaubt, dass das das riecht und jetzt ist alles genau anders. So, aber lass dich nicht frustrieren, hör zu, es ist wirklich sehr interessant. Es ging darum, dass unser Sohn eine Ausbildung beginnen sollte und weder er noch wir wussten so ganz richtig, wo sind die Begabungen, wo ist sein Herz, was möchte er wirklich in seinem Leben tun. Und er hatte so ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und da war er total eigentlich entspannt mit dabei, fand das ganz toll und wir haben dann daran eine Ausbildung anschließen wollen und bekamen von jemand einen Tipp.
Und dann haben wir gedacht, ja, das wäre gut, das könnte was werden. Wir sind dem nachgegangen und dann haben wir Kontakt aufgenommen. Und schlussendlich kam es dazu, dass er gesagt hat, ja, da hätte ich Interesse dran, das mache ich. Wir haben also Sack und Pack gepackt und sind hin. Und dann ist das ja auch ein Umzug, so ein kleiner gewesen, in das selbstständige Leben, Alltag organisieren, Ausbildung machen, Schule, alles, was so dazugehört. Und der Umzug war also angesagt. Und es fing auch eigentlich so ganz gut an. Aber nach einigen Wochen bemerkten wir, dass da das Fähnchen die Richtung geändert hatte und es hörte sich nicht mehr alles ganz so toll an. Es waren letztlich die Andeutungen, dass die Praxisstelle doch sehr schwierig wurde. Der Praxisanleiter oder der Ausbilder war sehr herausfordernd bis schwierig. Und nach ein paar weiteren Versuchswochen wurde uns dann klar, dass wir dieses ganze Ding beenden müssen, damit einfach der Schaden nicht größer wird. Also wieder Umzug zurück nach Hause. Und ich habe gedacht, hey, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das war einfach nicht in meinem Plan. Jetzt saßen wir da im Auto, Sack und Pack, alles geladen und die Stimmung war etwas angestresst, würde ich heute noch sagen. Und wir waren auf dem Weg nach Hause. Nach einigen Kilometern, da hatte Martin den Eindruck, wir sollten jetzt mal eine Pause machen, um einen Kaffee zu trinken. Und da habe ich gedacht, hey, das ist eine coole Idee. Ich mag das mit Kaffee trinken in der Eisdiele. Und ich dachte, ja, das ist gut, damit ich jetzt einfach mal aus meinem Gedankenkarussell rauskomme. Das Ding war, ich war so frustriert, ich war so enttäuscht, ich war so mit dem Herrn dran, dass ich dachte, hey, was ist das denn jetzt? Wir haben so gebetet, wir haben das für gut befunden, wir haben das geprüft und jetzt ist das so ein Ding, dass wir jetzt hier nach Hause fahren und wir wissen ja noch nicht mal, wie es jetzt weitergeht. Und nun gut, wir steigen aus dem Auto aus auf der Suche nach einer Eisdiele und wir kommen über den Marktplatz von dieser kleinen Stadt, wo wir noch nie waren. Wir kannten noch nicht mal den Namen von dieser Stadt. Und sind da rumgelaufen, haben ein bisschen geguckt, wo ist hier ein Eisdiele, wie können wir da uns irgendwo hinsetzen. Und wir kommen an einem Haus vorbei, altes Fachwerkhaus, aber so aufbereitet. Wisst ihr, wenn man da die alten Fachwerkhäuser so wieder in den ursächlichen Zustand zurückbringt und das hervorhebt, was damals der Bauherr so beschlossen hatte und gebaut hatte. Und das war so richtig so ein Schmuckstückchen, was uns da so in den Blick kam. Und wir gehen da dran vorbei und ich gucke mir dieses Haus an. Und auf diesen Balken waren Buchstaben eingemeißelt. Und das war sehr interessant. Ich habe euch hier das Bild mitgebracht. Das könnt ihr sehen. Da steht nämlich drauf auf diesen Balken, diese Buchstaben, das ist in altdeutscher Schrift gewesen, auch in altdeutschen Worten, wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird dich versorgen und wird nicht zulassen, dass der Gerechte wankt. Das ist aus dem Psalm 55, Vers 23. Hey, ich kann euch sagen, das war meine Antwort. Gott hätte mir nicht deutlicher auf diese frustrierenden negativen Gedanken antworten können, auf dieses Gedankenkarussell mich da runterzuholen, als durch dieses eine Bibelwort geschrieben auf ein Haus hunderte von Jahren her. Der Bauherr musste das damals einfach auch draufgeschrieben haben, weil das sein Statement war. Wirf auf den Herrn dein Anliegen, er wird dich versorgen, er wird nicht zulassen, dass du wankst. Und jetzt war das für mich, nur für mich. Ich war so begeistert. Das war wie etwas, wo jemand die Sonne anstellt, wo jemand den Vorhang aufmacht,
wo jemand sagt, hey, guck doch mal genauer hin. Und es war für mich so ein deutliches Reden Gottes, wie ich es gar nicht erwartet hatte. Und ich habe mich so gefreut. Und noch heute, wenn ich dieses Bild sehe, wir haben das dann auch gefilmt mit dem Handy und so, wenn ich das sehe, das ist für mich echt immer ein Zeugnis, was Kraft noch heute in meinem Leben hat. Dass ich sagen kann, der Herr wird nicht zulassen, dass du wankst. Der Herr wird nicht zulassen, dass deine Sorgen dich überfluten, sondern wirf auf den Herrn dein Anliegen. Er wird dich versorgen. Bring deine Sorgen vor den Herrn. Er wird dir helfen. Und er wird nicht zulassen, dass der Gottesfürchtige stürzt und fällt. So hat das die Neues Leben Bibel übersetzt. Es gibt Ausweg aus den Bedrängnissen. Es gibt Auswege aus deinen negativen Gedanken. Es gibt Auswege, wo du mit dem Herrn dranbleiben kannst. Martin hat vorhin gesprochen über dieses Lesen der Bibelverse, über das verheißungsorientierte Leben mit der Bibel. Ihr Lieben, ich habe das auch erst gelernt, vor vielen Jahren zwar schon, das stimmt, aber ich habe es auch gelernt. Und ich habe gelernt, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Wisst ihr, der Heilige Geist ist uns gegeben als ein Tröster, als jemand, der uns leitet in alle Wahrheit, der uns unser Führer ist, der uns wirklich vorangeht, dass wir wissen, wohin wir gehen und nicht irgendwo da rumeiern. Und er möchte in uns beten, wenn du mit dem Heiligen Geist kooperierst, wenn du mit ihm zusammenarbeitest, wenn du in diese Liebesbeziehung mit dem Heiligen Geist einsteigst, dann wirst du merken, er betet in dir. Dann wirst du merken, die Dinge verändern sich in deinem Mund und in deinen Gedanken. Dann wirst du nicht mehr nur drauf gucken, wie schrecklich deine Kinder sich entwickeln, wie furchtbar einsam du bist, wie psychisch angeknackst du bist, wie auch in den Krankheiten, in den Schmerzen. Ich sage nicht, ihr Lieben, dass das einfach ist. Ich sage nicht, das ist doch nicht schlimm, wenn du Schmerzen hast, kannst du doch viel, viel mehr beten. Das ist nicht so. Aber der Unterschied ist, wenn der Heilige Geist in uns ist, er wird das hervorbringen. Er wird aus deinem inneren Menschen dir die Worte in Herz und Mund legen, dass du in Anbetung Gottes kommst, dass du trotz deiner Schmerzen, trotz bevorstehender OP, trotz Intensivstation noch sagen oder zumindest wissen kannst, wissen in deinem Denken, in deinem Kopf, wissen kannst, Gott ist da. Auf ihn werfe ich meine Sorgen. Auf ihn werfe ich meine Not jetzt. Auf ihn werfe ich meine Schmerzen. Und ich weiß, er ist ein Versorger. Er wird nicht zulassen, dass der Gerechte wankt. Niemals. Er wird dich nicht verpassen und er wird dich nicht versäumen. Ich weiß es, weil ich an vielen solchen Punkten war. Vielleicht gibt es ab und zu ein Beispiel, ein persönliches Zeugnis, weil ich weiß, Zeugnis hat Kraft. Aber was ich sagen möchte ist, gib das nicht auf. Gib dem Heiligen Geist in dir viel, viel mehr Raum. Sag, Heiliger Geist, auch wenn ich dich noch nicht so gut kenne, auch wenn ich noch nicht so spüre, dass du in mir bist, ich bete und bitte, dass du Raum in mir einnimmst. Ich bete und bitte, dass du mich lehrst, in alle Wahrheit hineinzugehen. Ich bete, dass das Wort Gottes zu mir spricht, zu mir persönlich. Ich bete, dass das Wort Gottes in meinem Leben die Kraft hat, die Dinge zu verändern. Und das ist das, was ich für dich oder für euch alle beten möchte, was ich für mich beten möchte, was ich für meine Kinder beten möchte, dass sie in diese Autorität mit dem Heiligen Geist hineingehen, dass sie nicht aus fleischlichem heraus beten, weil fleischliches Beten, ich sage euch, es ist nichts, was sehr noch viel mehr ermüdender ist, als fleischlich zu beten. Dann setzt du dich nämlich hin und denkst, was soll ich denn jetzt sagen? Was soll ich denn jetzt beten? Mir fällt gar nichts ein. Weißt du, das ist nämlich das Ding. Wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, wenn deine Beziehung zum Heiligen Geist gut steht, wenn du voll Kraft bist, weil er in dir die Kraft ist, der Schwache sage, ich bin ein Held, ich bin stark. Das ist doch nicht etwas, was er sich positiv denkend einreden müsste,
sondern es ist das Wort Gottes, was in ihm aufsteht. Es ist der Heilige Geist, der die Tiefen der Gottheit auslotet. Es ist der Heilige Geist, der in dir betet, der das hervorbringt, der dich zum Sprechen bewegen will. Zum Sprechen, zur Anbetung bewegen will. Anbetung ist Reden mit Gott, ist ihn preisen, ist ihn ehren, der unser aller Herzens Gott und Vater und Jesus und Heiliger Geist ist. In diesem Sinne wollen wir jetzt gleich weitergehen zu diesem Gebet, was wir jetzt gemeinsam tun wollen. Vorher habe ich euch noch ein anderes Bild mitgebracht. Das hatte ich schon mal und da war unsere Technik irgendwie ein bisschen mühsam und abgestürzt. Aber dieses Bild hat mich schon sehr, sehr oft erinnert an das, was wir von Gottes Haus unter diesen Gebetsanliegen und Gebetsanliegen einsenden, für diese Anliegen zu beten, sie so ernst zu nehmen, was dafür steht. Kannst du das Bild zeigen? Das ist, was ihr hier seht, das ist ein Teil, ein kleines Stückchen, ein Ausschnitt aus der Klagemauer in Jerusalem. Ich war schon ein paar Mal dort und es hat mich immer sehr fasziniert und im Herzen bewegt, dort an diesem Ort zu sein. Und es ist etwas Besonderes. Und was du da siehst, ist, dass diese Ritzen in den Steinen sind, in diesen alten, uralten Steinen. Und diese Zettelchen, die da drin stecken, das sind auch Gebetsanliegen. Das sind Menschen gewesen, die diese Zettel, diese Gebete, diese Wünsche an Gott da draufgeschrieben haben, haben das in diese Klagemauer reingesteckt. Und das war ihre Form des Ausbreitens, wie Hiskia diesen Brief ausgebreitet hat. Versteht ihr? Das ist etwas, was sie vor Gott gebracht haben und das war ein sichtbares Zeichen, dass sie das in diese Klagemauer reingesteckt haben. Und das Interessante ist auch, die Rabbiner holen jedes Jahr einmal diese ganzen Zettel und Briefe und alles, was da so reingesteckt wird, raus. Und sie verbrennen es nicht, sie vernichten es nicht, sondern sie begraben es, sie beerdigen es. Weil sie sagen, das ist Menschen so heilig, das sind Herzenswünsche, das ist etwas ganz Besonderes, das können wir nicht einfach jetzt so im Feuer aufgehen lassen, sondern wir begraben es hier in Jerusalem, in dieser Erde. Und das hat mich schon immer so sehr beeindruckt, wenn ich hier mit den Gebetsanliegen zu tun habe. In diesem Körbchen, das ist dieses Mosekörbchen, ich habe da extra als prophetisches da ist so eine Windel drüber und ich weiß nicht, ob ihr das so richtig sehen könnt. Das ist hier mit Gold durchwirkt und das habe ich deshalb gemacht, damit es ist ein Zeichen dafür, dass nämlich die Herrlichkeit Gottes sich in deinem Leben offenbaren wird und dass du weißt, diese Herrlichkeit Gottes wird Krankheit durchdringen, dass sie weichen muss. Sie wird psychische Not durchdringen, dass sie zum Erliegen kommt. Dieses Gold ist das, wo der Herr gesagt hat, seine Herrlichkeit wird die ganze Erde bedecken, wie Wasser das Meer bedeckt. Hier siehst du viele Goldfäden und das hat mich daran erinnert, dass der Herr gesagt hat, denn in ihm leben, weben und sind wir. Es gibt einfach keinen Unterschied. Diese Fäden, das ist unser Verwobensein, mit dem Herrn zusammen sein. Da gibt es nicht mehr ich und der Herr, sondern wir sind eins, verwoben wie ein Stück Stoff. Und das sind diese Goldfäden. Und diese Goldfäden, die sollen dein Leben durchdringen. Das ist das, was ich in dieser Woche oft gebetet habe, hier für diese Anliegen. Dass es dazu kommt, dass du wirklich diese Goldfäden vom Himmel in deinem Leben siehst und empfängst. Das ist nicht nur so irgendwie was, sondern es ist wirklich ein prophetisches, was der Herr mir gegeben hat, dass wir verwoben sind. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das lesen wir
in Kolosser 3, Vers 3. Wir sind gestorben mit ihm und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und das war etwas, was der Herr mir in dieser Woche zu diesen ganzen Gebetsanliegen gesagt hat. So, ich habe sie geordnet in dieser Woche nach bestimmten Themen. Wir werden heute nicht unbedingt für alle Themen beten können, Aber wir aber beten schon für alle für Anliegen. alle Anliegen beten wir, aber vielleicht greifen wir uns ein paar raus. Gut. Wunderbar. Wir werden mit Abendmahl beginnen, bevor wir anfangen zu beten. Weil dann glauben wir, hat das Ganze nochmal eine andere Kraft, eine andere Dynamik. Also wenn du dein Abendmahl bereitet hast, dann mach dich jetzt fertig. Ja. Ja, das brauche ich noch. Genau. Wir nehmen zuerst das Brot und in der Bibel steht, erinnert euch, so oft ihr das tut, erinnert euch an das, was ich getan habe. Erinnert euch an dieses Mahl, was ich gegeben habe. Das sagt Jesus zu den Jüngern. Ja. So oft ihr es tut. Und heute Abend wollen wir das, heute wollen wir das in dieser Zeit, die wir miteinander zusammen sind, wollen wir dieses Mahl nehmen. In Erinnerung, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dass sein Blut uns gerettet hat, dass wir uns an den neuen Bund in seinem Blut erinnern. Und es heißt in der Schrift, in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut, so oft ihr es tut, zu meinem Gedächtnis. Und denkt dran, vorhin ging es darum, dass wir eins sind mit dem Herrn. Ein Leib. Er das Haupt und wir der Leib. Und das ist auch etwas, woran wir hier denken. Wenn Ja. wir dieses Brot nehmen, ja, dass das eine Einheit ist mit dem Herrn, dass Ja. wir zu ihm gehören. Er Amen. ist das Haupt, Er ist der Leib. Also wir sind der wir Leib. sind der Leib. Wir Genau. sind eins mit ihm. Der Genau. Kopf ist nicht getrennt, sondern es gehört zusammen. Ja. Halleluja, und das hat gewaltige geistliche Auswirkungen, wenn wir das Ja. verstehen. Denn das ist auch dieses, was dann das herrschende Gebet wieder ermöglicht. Dieses Ja. Verständnis, wer wir sind in In ihm. Christus. Amen. Jesus, wir ehren und wir preisen dich für dein hingegebenes Leben an uns. Wir ehren und preisen dich, dass du nichts zurückgehalten hast. Ja. Du hast nicht gesagt, ja nur das eine oder nur das andere oder nur ein bisschen, sondern du hast alles, alles, alles gegeben, damit wir in ihm die Fülle haben, damit wir aus deiner Gnade leben. Herr, wir ehren und wir preisen dich. Wir danken dir für dein Opfer, für deinen hingegebenen Leib. Du hast dich schlagen lassen und verachten lassen und verwunden lassen für uns, für meine Schuld. Herr, ich bete, dass du vergibst, wo wir schuldig geworden sind. Und ich danke dir für dein Opfer, Herr. Dass dein Leib für uns hingegeben worden ist, dass du im Leib für uns gestorben bist, Herr. Das ist die Ursache für jeden Sieg, in dem wir leben können, Ja. für jedes Vorankommen, in dem wir leben können, für die Ewigkeit, die sich für uns geöffnet hat, für das Leben mit dir. Und wir preisen und ehren dich dafür. Herr, es ist so wunderbar, eins sein zu können mit dir, im Geist. Du in uns Yes. und wir in dir. Und das feiern wir im Abendmahl. Yes. Amen. Dann haben wir den Wein, der uns das Blut Jesu symbolisiert. Der Kelch steht für den Bund und der Wein steht für das Blut, was für uns vergossen worden ist. Durch seine Ja. Striemen ist uns Heilung geworden. Durch Amen. sein Blut sind wir Amen. errettet. Amen. Durch sein Blut
sind wir erlöst. Das Blut Jesu ist stärker als alle Macht der Hölle. Nichts, gar nichts. Keine Sünde, keine Verdammnis, keine Hölle, kein Teufel, kein gar nichts. Hat auch nur ansatzweise etwas, was die Kraft des Blutes Jesu auch nur, wie soll ich mal sagen, da widerstehen könnte. Ja. Das ist die kostbarste Substanz im gesamten Universum. Und es ist die stärkste Substanz. Das Blut Jesu, was für uns vergossen worden ist. Es gibt nichts, was mächtiger ist als dieses hingegebene Blut. Weil Gott wurde Mensch und lebte als Mensch. Und das symbolisiert das Blut. Und das ist genial. Und das nehmen wir in uns auf. Ein Zeichen dafür, dass es Teil von uns wird. Dass wir damit verwoben sind, dass wir damit verbunden sind. Mit dem Leib und mit dem Blut. Ich sag mal so, das ist ein Blutkreislauf. Ja? Das Blut des Herrn fließt durch unsere Adern im Geist. Ja? Wir sind aufs Innigste mit ihm verbunden. Und das wird uns bewusst durch diesen wunderbaren, durch das wunderbare Abendmahl, wenn wir dieses Blut zu uns nehmen. Yes. Im Geist natürlich. Desgleichen nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte und gab ihnen denen und sprach, trinkt alle daraus, das ist der neue Bund in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Halleluja. Herr Jesus, wir danken dir so sehr für dein Blut. Yes. Wir danken dir so sehr für den Schutz deines Blutes. Ja. Und wir sprechen diesen Schutz aus für alle, die jetzt hier miteinander dieses Mahl feiern. Wir sprechen aus, dass der Schutz deines Blutes immer aktiv ist. Du hast nichts zurückgehalten. Du hast nicht nur ein wenig gegeben, sondern du bist den Weg zum Kreuz gegangen, um uns zu erlösen, damit der Schuldschein, der gegen uns stand, zerrissen wurde. Wir preisen und wir ehren dich. Wir danken dir in alle Ewigkeit für dein hingegebenes Leben. Moshola Masaya Kabadia Kasoya. Rambo Sokabati Kasaya Kalabadoko Sambo. Mashia Kamasaya Kamanoya Kasu. Lobada Kasia. Koboshaya Kabasia. Oboshia Kabasai. Ich, der Herr, ich sage euch, unterschätzt nicht die Kraft in meinem Blut. Unterschätzt nicht das, was ich für euch getan habe. Nichts kann euch widerstehen. Die Macht der Hölle ist besiegt. Die Macht des Feindes ist besiegt. Was immer gegen dich aufsteht, es ist besiegt. Wenn du eins bist mit mir, wenn du dich eins machst mit mir, dann kannst du im Sieg leben. Bashikoto kasaya karambo solamadai manasuya kabadoya kasai kalabashiya manaya kasai. Mach dich auf, geh in was Neues hinein, geh in etwas Neues hinein. Du bist nicht im System der Welt, du bist eine neue Kreatur. Mein Blut fließt in deinen Adern. Basipatokoshaya, Rambosolamanaya Kasai. Mach dich auf, mein Volk. Neues kommt. Amen. Ich höre, dass der Herr sagt, ich setze Glauben frei. Ich setze mehr Glauben frei in deinem Leben. Ich setze Glauben frei, der mit meinem Geist verbunden in deinem Leben ist. Dafür danken wir dir. Dafür danken wir dir, Herr, dass du Glauben in uns neu entfachst. Dass du Glauben aufstehen lässt. Wo vorher wenig Glauben war, wird jetzt ein Zufluss an mehr Glauben kommen. In Jesu Namen. Yes, Halleluja. Ja. Wunderbar. Gut, wir wollen jetzt hier beten, und zwar machen wir es immer so, dass wir wollen ja keine Namen öffentlich nennen, das wisst natürlich ihr. Der Hauptanteil von den eingegangenen Gebetsanliegen ist tatsächlich Krankheit. Ich würde sagen Heilung von Krankheit. Und wir wollen das vor dem Herrn erheben, wobei ich sagen muss, es ist nicht nur körperliche Krankheit, sondern es ist auch psychische Krankheit gemeint.
Da haben wir dieses hier, das habe ich hier mit Ängsten und Panikattacken beschrieben. Diese Ängste und Panikattacken, die haben in der Tat sehr stark zugenommen. Das liegt auch an der Zeit, in die wir eingetreten sind, seit letztes Jahr im März. Und für viele Leute, also es ist in den ganzen Dingen, ist es immer übergreifend, versteht ihr? Wenn es in der Ehe Schwierigkeiten gibt, dann entwickeln sich oft daraus psychische Bedrückungen, psychische Krankheiten, da entwickeln sich Ängste, Versorgungsängste, aber auch, wie soll das denn weitergehen? Genauso ist es mit diesen Ängsten und Panikattacken, das ist oft mit Geistmächten in Verbindung, mit dämonischen Einflüssen, weil es bestimmte Dinge gibt, die im Leben da sind, aber die nicht wirklich mit irgendetwas anderem zu erklären sind. Bei den Heilungen, bei Krankheiten ist jede Form aller Krankheiten dabei. Es gibt nichts, was ausgenommen ist. Und das, was mich so sehr was mich da so sehr zu Tränen in dieser Woche wirklich gebracht hat, das ist, was du auch schon gesagt hast, das sind nicht irgendwelche Leute, versteht ihr? Ihr seid nicht irgendjemand. Ihr seid nicht jemand aus der Welt. Wir reden ja von Menschen in der Welt, die keinen Glauben an Gott haben. Und wir reden von den Kindern Gottes, von den Gläubigen, von den Herausgerufenen, von denen, die eine Berufung Gottes auf ihrem Leben haben, die wirklich von Gott gerufen sind und die ihr Leben Jesus gegeben haben. Das sind diese Menschen, die hier ihre Anliegen geschickt haben. Und das ist das, was mich zutiefst, Da kriege ich so eine heilige Wut, so einen Zorn im Gebet auf den Feind und auf seine miesen Machenschaften, auf seine miesen Attacken. Und ich stehe auf im Gebet, weil ich das unmöglich finde, wie er Kinder Gottes attackiert, wie er Einfallstore findet und wo ich sage, das muss beendet werden. Gerade auch in diesen psychischen Dingen, viele sind unter Medikamenten. Das werden wir auch dann haben mit diesen Dingen, wo dann, sag mal... Kinder und Nachkommen. Ja, Kinder und Nachkommen ist es nicht. Was dann vielfach zu Süchten und Abhängigkeiten führt. Diese Süchte und Abhängigkeiten unter Christen, das ist was, wo ich sage, das geht nicht. Das muss aufhören, das muss gebrochen werden im Geist. Das müssen wir binden, den Feind, diesen Feind, diesen boshaften Feind, den müssen wir binden und rausschmeißen aus dem Leben. Wir haben Bücher bei uns auch im Shop, wo du selber dir auch dabei behilflich sein kannst. Bei den Süchten und Abhängigkeiten ist es natürlich auch so, dass viele Eltern geschrieben haben, dass ihre Kinder unter diesen Süchten und Abhängigkeiten stehen. Es sind nicht nur die Erwachsenen oder die schon ältere Leute sind, sondern es sind Kinder, die vorwiegend Mädchen, die in Magersucht sich reingegeben haben. Es sind aber auch Alkoholsachen dabei, PC-Spiele, die nicht gut sind und die auch zu Verhaltensänderungen führen. Es sind Süchte und Abhängigkeiten bei Erwachsenen dabei, die in Pornografie feststecken oder immer damit zu tun haben. Mal geht's gut, dann kommt wieder ein Rückfall und immer ein Hin und Her. Es sind Leute, die mit Spielsucht und mit, muss jeden Abend Wein trinken. Es sind Leute, die mit Tabletten in Abhängigkeit sind. Sie sind reingekommen, oft unverschuldet. Das muss man wirklich sagen. In all diesen, ich muss nochmal das erklären. Süchte und Abhängigkeiten, das ist nicht etwas, was sich jemand so wirklich bewusst aussucht, ich will jetzt in eine Sucht kommen,
sondern Süchte und Abhängigkeiten entstehen, weil bestimmte Dinge im Leben vorgekommen sind, traumatische Dinge vorgekommen sind, Ablehnung, Mobbing, bestimmte kindliche Erfahrungen mit Mutter, Vater, mit, du hast vorhin schon mal davon gesprochen, wenn Leute dominieren, Lehrer, wenn es Missbrauch gegeben hat, wenn all diese Dinge da sind, ist es oft so, dass da so scharfe, tiefe Verletzungen durch den Feind passiert sind, dass die Menschen das versuchen, dieses Loch zu stopfen oder es irgendwie abzudecken. Dann flüchten sie in Alkohol oder in irgendetwas anderes. Es gibt Mädchen, die haben so einen Schmerz in sich, dass sie das nicht artikulieren können, das auch nicht wirklich bewusst ansehen können, sondern sie verletzen sich selbst. Sie ritzen sich, schneiden sich oder wollen kein Essen aufnehmen, weil sie durch dieses Verletzen diese Dinge kompensieren, würde ich mal sagen. Und das sind Dinge, diese Süchte und Abhängigkeiten, das ist nicht etwas, wo wir anderen, die nicht da drin stecken, uns erheben sollten und sollten sagen, der ist ein Alkoholiker oder so. Sondern wir sollten gerade für diese Menschen beten. Sie brauchen ganz, ganz dringend unsere Fürbitte. Alle, die mit Sucht und mit Abhängigkeiten zu tun haben, sind Leute, die auch auf solchen Bahren liegen, die gelähmt sind in ihrem Leben. Die haben oft keine Lebensfreude. Und das ist dann wiederum etwas, was in diese Ängste und Panikattacken reingeht, in Depressionen. Wir begleiten jetzt auch wieder jemand, die in einer Reha-Maßnahme ist wegen Depressionen. Manchmal helfen solche Aktivitäten auch, wieder in einen normalen Tagesablauf reinzufinden, aufzustehen im Natürlichen. So, dann haben wir hier Ehe und Familie ist ein ganz, ganz großes Thema. Da möchte ich auch noch mal sagen, ist in vielen Bereichen auch ein Thema geworden unter dieser Corona-Krise. Es gab einige, die geschrieben haben, wir verstehen uns nicht mehr, weil wir unterschiedliche Ansichten über diese Maßnahmen haben. Und es ist wirklich in diesen inneren Bereich, also die Ehe ist ein innerer Kern, und der ist durch den Feind in diesem angegriffen worden. Und wir müssen beten, dass diese Angriffe gestoppt werden und dass man auch den Herrn mit da reinnimmt in diese ganze Auseinandersetzung. Dann natürlich ein großer Bereich, der jetzt vor allen Dingen zunehmend scharfer wird. Ja. Das ist Einkommen und die ganze Existenz. Also da kommt natürlich auch dieser ganze Thema Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Hartz IV ja. und so weiter, ja, Schulden und so weiter hinein. Du hast ja. das hier zusammengefasst. Ja, also bei diesen Dingen mit Einkommen, Existenz, Job, Ausbildung, das ist auch sehr, sehr vielfach geworden, weil junge Leute haben eine Ausbildung abgeschlossen und bekommen in der Tat keinen Job. Weil die Firmen und das alles auf Kurzarbeit ist und auch die Firmenleitungen nicht wissen, wie sich das ja alles weiterentwickeln wird und sie keine Zusage für einen Ausbildungsplatz machen können. Auch Leute, junge Leute, die einen Masterabschluss haben, bekommen keine Ausbildung, keinen Job, kein Jobangebot. Ja. Das wird gehen wir von aus, in den nächsten Monaten ein riesiges Problem werden, weil wir uns in ein Fiasko, was die Wirtschaft betrifft, hineinbewegen. Und viele, viele, viele Menschen werden tatsächlich an diesem Punkt
kämpfen müssen im Gebet. Das ist auch etwas, wo du, unbedingt. Wo du deshalb lernen solltest, wie bete ich in solchen Situationen? Wie bete ich für genügend Auskommen? Wie bete ich für dieses Durchkommen? Wie bete ich für die Versorgung? Es ist wirklich entscheidend, dass wir da wissen, es kommt etwas auf uns zu, es kommt etwas auf unsere Lieben zu, auf die Menschen in unserem Umfeld, die wir kennen. Und es ist gut, wenn wir dafür jetzt schon anfangen zu beten und zu kämpfen. Ja. Was mich auch sehr bewegt hat, das kam aber auch erst in der letzten Woche, glaube ich, ein paar Gebetsanliegen, dass Leute, die in einem Job sind, jetzt in dem Bereich Impfen, Impfgeschehen, wie soll ich das sagen? Genötigt werden. Genötigt werden, das ist der bessere Ausdruck. Und sie wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Und sie haben einfach auf der einen Seite Angst, den Job zu verlieren und auf der anderen Seite Angst, wenn sie geimpft werden müssten, weil sonst eben das Gehalt wegfällt. Und das ist für alleinerziehende Leute sehr, sehr schwierig. Da müssen wir im Gebet aufstehen, dass wir unsere Position da auch einnehmen, dass wir die Leute unterstützen auf der einen Seite, die eben in diese Petrouille gekommen sind oder reinkommen werden und auf der anderen Seite uns selbst auch im inneren Menschen zu stärken, was werden wir machen, wie werden wir uns verhalten und entscheiden. Ja, dann haben wir hier noch einen erstaunlichen Bereich. Das war eigentlich das, was uns am meisten überrascht hat. Ja. Als Sigrid jetzt in den letzten Tagen diese Gebetsanliegen wirklich, also ihr seht ja, das sind Hunderte, sortiert hat, durchgelesen hat, gebetet hat und so weiter und so die Schwerpunkte rausgesucht hat. Und das ist hier der Bereich. Ja, Glaube, Berufungen, Orientierungen, so habe ich das mal genannt. Eine größere Sache hier. Ja, also zum Teil hat es mich wirklich beeindruckt, wie viele Leute wirklich ihr Leben hingelegt haben für den Herrn, die ihre Berufung angenommen haben und haben gesagt, ich bereite mich darauf vor, in den Dienst zu gehen, ich habe einen Auftrag vom Herrn, ich gehe da rein. Viele, die geschrieben haben, haben diesen Hunger und Durst nach mehr von Gott, die einfach auch deshalb hier auch mit Gottes Haus unterwegs sind, die immer in den Livestreams auch partizipieren von dem Lernen, wie wir weitergehen können, wie wir in der eigenen Berufung und in der Vision, die Gott gegeben hat, weitergehen können. Es sind einige dabei, die suchen tatsächlich Häuser oder Plätze, wo sie diese Berufung, die Gott für den Dienst, wo sie für Gott da stehen können und sind dafür unterwegs. Es sind Leute, die Klarheit und geistliche, geöffnete Augen suchen. Ja, oder auch Klarheit in der Berufung, Klarheit in der Bestimmung. Was hat der Herr für mich? Wo sind meine Gaben? Wo will er mich wirklich einsetzen? Wo da noch keine Klarheit ist. Also da ist ein großer Bedarf. Ja. Und ich glaube, dass der Herr momentan viele Menschen, wie soll ich mal sagen, freisetzt oder in eine andere Situation hineinbringt, weil er sie für die kommenden Jahre einfach braucht und neu positioniert. Ja. Und vielleicht ist das, was der ein oder andere momentan erlebt an Schwierigkeiten, Herausforderungen, so eine Veränderungssituation, nichts anderes als die Positionierung des Herrn für etwas Größeres. Ja, oder Neues einfach. Oder was Neues. Neues kommt. Ja. Also dieser neue Weinschlauch ist ja auch immer so ein Sinnbild dafür, dass der Herr einen neuen Weinschlauch zubereiten wird. Und das sind oft Leute, die genau in dieser Richtung unterwegs sind, die sich vorbereiten, die sagen, ich lasse das jetzt, was ich bis jetzt gemacht habe, hinter mir. Und sie gehen voll auf diesen Kurs. Dann sind Leute dabei, die im Gebet stärker werden wollen, die mehr Zeit im Gebet verbringen wollen, die sich auch für bestimmte Themen, auch politisch orientierte, gesellschaftlich orientierte Themen stark machen, die da reinpressen und auch viele Dinge da erringen wollen. Und ein großes Thema, das muss ich noch erwähnen dazu, das ist
Spaltungen in den Gemeinden, Gemeindeaustritte, Dinge, die in den Gemeinden gelaufen sind, die gefordert wurden. Viele sind aus den Gemeinden rausgegangen. Weil sie keine Heimat mehr hatten wegen ja, den weil Maßnahmen. Diese Corona-Krise, die polarisiert halt. Da treten Mächte auf, tatsächlich von dafür und dagegen. Und es hat wirklich da auch zu Trennungen geführt. Das ist von vielen sehr schmerzlich erlebt worden, weil jeder, der in einer Gemeinde integriert war, der war auch in diesem sozialen Miteinander, dieses Geschwisterliche war einfach da. Und das, was uns einige da geschrieben haben, das ist jetzt, dass sie sich wie in so einer Art Isolation befinden. Und wir müssen für die Leute beten. Also da habe ich echt ein Herz für die Leute, weil sie brauchen ganz dringend immer wieder diesen Zuspruch, dass der Herr die Dinge in der Hand hält und dass er Absichten, Pläne hat, die zustande kommen werden. Und dass es wahrscheinlich jetzt auch echt eine Zeit der Wüstenzeit ist, ja, jemand hat die man aushält. Jemand hat mich beispielsweise angerufen oder angeschrieben und hat gesagt, ich war bei dieser Demonstration der letzten in Berlin dabei. Und daraufhin wurde ich aus meiner Gemeinde ausgeschlossen. Ja, ja. Das war das, was die Gemeinde also als unakzeptabel empfunden hat und einfach rausgeschmissen, ausgeschlossen. Weißt du, und das ist etwas, was natürlich sehr, sehr, sehr schmerzhaft ist, gerade in dieser Zeit, wo man so auf Gemeinschaft und angewiesen ist. Und für diese Leute wollen wir wirklich beten und einstehen. Das ist wichtig. Es ist wichtig, weil die sind teilweise wirklich allein. Das ist ein echtes Anliegen. Ja. Und auch Gemeindeleiter oder Älteste, die jetzt noch mehr herausgefordert sind, sich um Leute zu kümmern, Leute zusammenzuhalten oder mit denen, die weiter auch gehen wollen, sie zu stärken, sie zu ermutigen, aufzubauen und da auch sich in neue Wege trauen, reinzugehen und diesen neuen Weinschlauch zu bilden. Wir wissen auch von Pastoren, die fasten als Reisprobe sind, weil in der Gemeinde eben unterschiedlichste Ansichten sind und so weiter. Also es ist extrem schwierig und wir brauchen die Weisheit des Herrn. Unbedingt. Hattest du hierzu schon was gesagt? Kinder und Nachkommenschaft ist ein großes Thema. Ich hatte vorhin schon gesagt, Kinder flüchten sich in Abhängigkeiten oder es sind Kinder dabei, die erwachsen sind, die aber gläubig erzogen wurden. Und der Schmerz der Eltern ist der, dass diese Kinder nichts mehr mit dem Glauben am Hut haben, die den Rücken gekehrt haben zu allem, was sie als Kinder und Jugendliche vielleicht noch erlebt hatten. Aber in dem Gefecht des Alltags, in den Herausforderungen, in diesen, versteht ihr, es gibt ein Zerren auch an den Jugendlichen von Medien und von dem, was nicht jetzt abgeht. Nein, aber wir reden ja jetzt hier von den Kindern. Dass es für sie auch schwierig und eine Herausforderung ist. Es sind auch Kinder und Jugendliche oder junge Leute, junge Erwachsene dabei, die ja jetzt auch unter diesen Corona-Sachen auch zu leiden haben, in Einsamkeit sind, alleine sind, Kontakte weg sind, Treffen sind nicht möglich oder was auch immer. Und das sind eben auch große Herausforderungen, ein großer Schmerz für Eltern, die das so sehen. Dann auch Kinder mit Handicaps, mit, wie soll ich sagen, mit Defiziten, mit irgendwelchen Entwicklungsverzögerungen und so. Das ist auch etwas, was christliche Eltern zutiefst im Herzen bewegt, dass sie unbedingt Hilfe brauchen im Gebet, also in ihrem Glauben gestärkt zu werden. Das, was ich vorhin auch gesagt hatte, ist, dass wir als Eltern, und ich weiß, wovon ich rede, dass wir uns als Eltern nicht unter die herausfordernde Entwicklung der Kinder so drunter stellen, dass unser Glaube angetastet wird. Versteht ihr? Der Feind möchte nicht nur die Kinder quasi
umwinden oder irgendetwas, sondern er benutzt gleichzeitig diese Waffe gegen uns Eltern und unseren Glauben zu schmälern, uns einzureden, Frustration, Zweifel. Dass das nichts nutzt und jetzt habe ich schon 10 Jahre gebetet und so. Dann sind hier einige, das hat mich wirklich erstaunt, einige, wo die Kinder den Kontakt abgebrochen haben zu den Eltern und die Eltern noch nicht mal mehr wissen, wo ihre Kinder sind. Da weiß man gar nicht, wie ist das gekommen, wie konnte das passieren. Definitiv ist es so und es ist ein Schmerz garantiert auf beiden Seiten. Auch wenn da viele Verletzungen vielleicht sind oder was auch immer, da muss man im Gebet einen Stand einnehmen. Erst für sich selbst, dass man selber im Glauben stark bleibt, dass der Heilige Geist zu uns spricht als Mütter und Väter, dass wir nicht aufgeben, diese Kinder zu lieben und zu ehren und umgekehrt genauso, dass die Kinder die Eltern lieben und ehren. Das ist ein Gebot. Und dass wir sie stärken in dem, dass sie nicht mutlos werden. Auch wenn man niedergeschlagen ist manchmal, aber wir sind nicht aufgerieben. Und das sind Dinge, wo ich denke, wir Eltern müssen dringend im Gebet stark stehen. Für die Kinder, aber auch für uns selbst. Dass wir nicht unter dieses Ding kommen. Also unser Gebet ist, wenn es um solche Situationen geht, wie dass die Kinder irgendwie auf Abwägen sind. Unser Gebet ist, dass wir alle kriegen. Weil wir beanspruchen sie für das Reich Gottes. Ja, das ist unser Gebet. Ja. Wir wollen sie alle. Weil da ist ein Same gelegt worden, etwas Gutes hineingegeben worden und wir fordern, dass sie kommen. Mir fällt eine Geschichte ein von einem der Kirchenväter ganz früh in der Kirchengeschichte. Das war jemand, der war also vollkommen in der Welt abgesoffen. Das war richtig weg. Ja, und seine Mutter hat gebetet und gebetet und gebetet über Jahrzehnte. Und irgendwann ist sie da zu ihrem Bischof oder was hin und hat gesagt, ich bin jetzt alt, ich werde bald sterben und was mit meinem Sohn? Ich habe so gebetet und habe so gekämpft. Und der Bischof hat zu ihr gesagt, wer so für sein Kind gebetet hat wie du, das wird nicht unerhört bleiben. Amen. Das wird nicht unerhört bleiben. Also hat ihr im Grunde genommen zugesprochen, dass sie, ich würde mal sagen, sich entspannen kann. Die Frau starb und danach hat sich dieser Sohn bekehrt und wurde einer der Kirchenväter. Warum? Ja. Weil er dieses Gebet einfach hatte. Ja. Lass dich nicht von der jetzigen Situation beeinflussen. Mhm. Ja, sieh nicht das, was jetzt ist, als den Maßstab an. Oder als das Ende aller Dinge. Ja, eine Begegnung mit dem Herrn. Ja. Ja. Siehe, bei Saulus, 30 Sekunden Begegnung mit dem Herrn haben gereicht und der wurde komplett verändert. Ja. Was sie brauchen, ist eine Begegnung mit dem Herrn. Genau. Und wir beten dafür, dass die Kinder, für die gebetet wird, die Eltern, für die gebetet wird, die Geschwister, für die gebetet wird, dass sie alle in den vor uns liegenden Jahren zum Herrn finden. Genau. Amen. Also das, was ich auch nochmal sagen wollte zu den Eltern, Kindern. Das Ding ist, was ich, das hatte ich auch schon mal erwähnt, wenn unsere Kinder klein sind, dann sind wir im Geist die Könige. Wir sagen, da gehst du hin und da gehst du nicht hin. Das tust du und das tust du nicht. Aber wenn die Kinder größer werden, wenn sie sich entwickeln, wenn sie selber junge Erwachsene werden, dann können wir dieses ursprüngliche Amt so nicht mehr ausführen, sondern unser Amt verändert sich in ein priesterliches Amt. Nämlich, dass wir sie vor den Thron der Gnade bringen, dass wir sie immer wieder dem Herrn zu Füßen legen. Yes. Dass wir immer wieder diese Stricke und diese Bahre rausholen und unsere Kinder im Geist da drauf packen und sie dann, egal was die Umstände nun sagen, wir decken trotzdem das Dach ab und wir lassen trotzdem das Kind vor die Füße Jesu nieder und wir sagen, Herr, erbarm dich. Und in der Bibel habe ich gelesen, gerade in dieser Woche, nicht wegen unserer Gerechtigkeit, sondern wegen seiner großen Barmherzigkeit wird der Herr die Dinge ändern. Yes. Er wird unser Geschick wenden. Es heißt sogar in den alten Propheten, er wird das Land heilen. So, das ist etwas, wo ich sage, alle diese Dinge
in deinem Leben jetzt, auch wenn wir jetzt miteinander beten, du sagst, ich empfange das für mich, für mein Leben jetzt auch. Für meine Umstände, für meine Herausforderungen. Ich packe das auf diese Liege, auf diese Bahre mit den Seilen und wir lassen jetzt gemeinsam, das ist ja das, was wir hier jetzt gemeinsam Amen. Machen wollen, yes, yes, wir lassen richtig. Das gemeinsam, diese Wucht, diese Schwere dieser ganzen Anliegen, wir lassen das quasi im Geistlichen vor dem Herrn runter durch dieses ja. Dach, wo aufgehaltene Dinge sind, wo der Feind nicht möchte, dass wir durchkommen, wo Dinge uns keinen Durchlass schaffen, aber wir kommen dann eben yes. oben durchs Dach, wenn es nicht anders geht. Wir legen es dem Herrn vor die Füße. Wir legen es direkt vor die Füße und erwarten, dass er sich erbarmt. Ja. Wir erwarten, dass er einen Weg für unsere Kinder bahnt. Wir erwarten, dass er auch im Leben unserer Kinder, wo Krankheiten sind, Nöte sind, Sorgen sind, dass er sich erbarmt. Ja, wir erwarten, dass er sich über alles ja. erbarmt, was ja. immer hier ist. Ja, da sind ja ganz, ganz genau. unterschiedliche. Es gibt auch welche dabei, die haben nirgendwo reingepasst. Die sind auch noch da, verschiedene. Aber das sind so die großen Blöcke. Das sind genau. nur die großen Themenbereiche. Ja. Ja? Und wir wollen jetzt beten. Yes. Ja? Wir wollen beten und darüber einfach gemeinsam, über all diese Situationen, all diese Namen, all diese ja. Nöte wirklich, die dem Herrn vor die Füße legen. Weißt du, er kennt jeden Namen, jede Situation, alles, 100%. Und wenn wir es ihm vor die Füße legen, ja. sind wir sicher, dass er wirken wird, dass er eingreifen wird, dass er was Sein tun Erbarmen wird. Sein Erbarmen ist Halleluja. Groß, jeden Morgen neu. Kaboshia. Yes. Bete mit uns. Bete mit uns. Nutz yes. die Zeit, jetzt wirklich mit uns zu beten. Genau. Vor allen Dingen, wenn dein Anliegen irgendwo dabei ist. Streck die Hände aus und bete yes. mit uns, dass der Herr eingreift yes. und dass Dinge wirklich, wirklich sich verändern. Amen. Yes. Wir danken dir, lieber Heiliger Geist, dass du jetzt in uns diesen Geist des Flehens und des Gebetes freisetzt und dass wir diese Anliegen vor dir ausbreiten, Jesus. Dass wir dein Erbarmen erfahren in den Anliegen, die hier sind. Dass wir wirklich gesegnet sind durch das, dass du dich über uns erbarmst. Herr, dass deine Herrlichkeit wirklich diese Dinge umgibt, wie ummantelt yes. und dass deine Herrlichkeit sichtbar wird ja. in dem Leben dieser Menschen. Yes. Herr, du kennst jeden einzelnen Not, du kennst jede einzelne Situation, du kennst jeden einzelnen Menschen, du kennst alles, du weißt alles über jeden hier. Wir haben gehört von den Kindern und den Nachkommen, wir haben gehört von den Leuten, die in finanzieller Not sind, wir haben den Leuten gehört, die jetzt irgendwelche Not mit ihren Arbeitsplätzen haben, mit vielleicht ihren Firmen haben, mit ihrer ganzen Situation hinsichtlich Versorgung haben, mit ihrer Existenz. Wir haben gehört von den Krankheiten, wir haben gehört von den Nöten, mit den Süchten. Und im Namen Jesus sprechen wir aus, dass es ein Eingreifen Gottes gibt in jeder einzelnen Situation. Herr, du kennst alles, du weißt alles. Dir ist jede Situation glasklar vor Augen und wir proklamieren in der Autorität des Namens Jesus, dass es ein Eingreifen des Himmels gibt. Wir sprechen aus, dass Engel freigesetzt sind, dass der Herr Engel sendet, die jetzt kommen und eingreifen im Leben von diesen Menschen. Dass sie eingreifen im Leben von diesen Menschen. Da, wo Weisheit fehlt, kommt Weisheit. Da, wo einfach eine Versorgung fehlt, öffnen sich eine übernatürliche Tür der Versorgung. Da, wo irgendwelche Nöte sind. Ich denke gerade an die Leute, die geschrieben haben, dass ihre Kinder keinen Kontakt mehr damit haben zu ihnen. Im Namen Jesus widerstehe ich dem. Ich spreche aus, dass die Kinder jetzt überführt werden, dass sie jetzt berührt werden, dass sie jetzt einfach diese Blockade weggenommen wird. Dass sie im Geist sagen, ich muss, wie der verlorene Sohn, ich muss nach Hause. Ich muss nach Hause, ich muss das in Ordnung bringen. Und dass sie anrufen, dass sie Kontakt aufnehmen, wieder mit ihren Eltern, wieder mit den Menschen, die für sie beten und auf den Knie legen. Und ich spreche aus, dass es dazu einem Shift kommt. Jetzt. Herr, wir beten auch, dass du
uns Weisheit gibst, wie wir beten sollen. Und ich möchte jetzt sagen, dass der Feind in all seiner lügenhaften Präsenz, die in dem Leben hier dieser lieben Menschen ist, dass er gebunden ist, dass die Dinge, die er vorhat und die er getan hat, dass sie gebunden sind und nicht mehr zur Wirksamkeit werden. Ich spreche aus, sie sind gebunden in dem Namen Jesus. Und du hast in der Bibel geschrieben, Herr, dass das, was wir im Leben binden werden, auch im Himmel als gebunden gilt. Und was wir lösen werden, wird auch im Himmel gelöst sein. Und wir sprechen aus, dieser Feind mit seinen Attacken, dieser lügenhafte Räuber und Mörder in all diesen Dingen, er soll gebunden sein und überwunden sein durch das Blut Jesu. Und er soll rausgeschmissen sein aus dem Leben der Menschen. Yes, im Namen Jesus. Wir sprechen aus, jeder Einzelne, der eine Berührung des Heiligen Geistes in seinem Leben braucht, jeder Einzelne, der sich fragt nach Berufung, nach seiner Bestimmung, der irgendwie was vom Herrn braucht, der sagt, ich will die Augen geöffnet haben, ich will die Ohren geöffnet haben, ich muss die Stimme des Herrn hören, ich will mehr von Herrn, ich will mehr von Gott, ich brauche mehr von Gott. Im Namen Jesus Christus sprechen wir aus, empfang es jetzt, empfang es jetzt, empfang es jetzt. Der Herr wartet nur darauf, seinen Geist auszugießen, deinen Segen zu geben, den Kindern Gutes zu geben, die sich danach ausstrecken. Und wir proklamieren, dass es zu einer Veränderung kommt in jedem einzelnen Leben. Jeder, der mehr von Gott will, soll mehr empfangen können. Und dem Feind ist es untersagt, das zu verhindern. Wir sprechen aus Feuer auf die Machenschaften des Feindes und einen Durchbruch für jeden, der was vom Herrn empfangen will. Was immer da an Blockaden ist, was immer da an irgendwelchen Dingen ist, was immer da auch an Mächten von Hexen oder irgendwelchen Okkultismus oder so ein Dreck ist. Was immer da ist, dass die Menschen abhält davon, in das zu kommen, was der Herr für sie hat, es sei zerstört im Namen Jesus Christus. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, zu vernichten. Und wir sprechen aus, dass das geschieht. Was immer uns als das Volk Gottes davon abhält, in der Autorität, die der Herr für uns hat, vorwärts zu gehen, sei vernichtet, sei zerstört. Es sei unter den Füßen der Gemeinde, unter des Volkes Gottes. Es sei unter unseren Füßen, es ist zertreten. Wir sind berufen, auf Skorpione und Schlangen zu treten. Es sei zermatscht, es sei zertreten. Und wir proklamieren, das Volk Gottes in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, kommt in seine Position. Und überall, wo Menschen sind, die jetzt uns zuhören, wo immer du bist, komm in Position, komm in Position, komm in die Position, die Autorität, die Herrschaft, die der Herr für dich hat. Und das sprechen wir bei jedem Einzelnen von diesen Hunderten von Namen und Anliegen aus. Im Namen Jesus Christus. Klarheit, Orientierung, Weisheit. Die Bibel sagt, wer Weisheit mangelt, der bittet um Weisheit. Wir beten um Weisheit für jede einzelne Situation. Ich werde gerade Unternehmer. Leute, die jetzt in Schwierigkeiten sind, Firmeninhaber, Geschäftsinhaber, kleine, große, was auch immer. Du bist gesegnet mit übernatürlicher Weisheit, mit Weisheit, die vom Herrn kommt, dass da Versorgung ist, dass da Klarheit ist, dass du einfach die Verlinkung des Himmels hast. Wir sprechen aus, dass da einfach göttliche Impulse kommen, göttliche Weisheit im Namen des Herrn. Ich bete für alle die sich nach einem Ehepartner sehen, die wirklich diese Ergänzung suchen. Und sagen, es ist nicht gut für mich, dass ich alleine bin. Und Herr, ich bete, dass da die Dinge gefügt werden, dass Beziehungen entstehen. Ich bete für die, die Kinderwunsch haben, dass da Kinder auf die Welt kommen, die von dir sind, dass da gute Schwangerschaften kommen. Herr, ich bete, dass die Dinge von Bedrängnis, von psychischen Dingen, dass sie weichen müssen, dass das abnimmt mit diesem Gedankenkarussell, dass da Ausstiege stattfinden, weil du, Heiliger Geist, das vorbereitest. Du bist der, der das vorbereitet, dass die jetzt abspringen aus den negativen Gedanken, aus diesen negativen Trudeln, aus diesen Panikattacken, dass das nicht mehr hervorkommt, dass das nicht mehr die Bedrohung ihres Lebens ist und sie unfähig macht zum Leben. Ich spreche aus, der Feind muss weichen. Ja, hier gerade, Ängste und Panikattacken im Namen Jesus Christus. Wir sprechen aus, all die Geschwister, die jetzt gerade in dieser Phase unter Furcht, unter Sorge, unter Ängste, unter Panik sind. Hier schreibt jemand, der traut sich gar nicht rauszugehen aus dem Haus. Im Namen Jesus Christus, wir sprechen aus, dass es zu einem Eingreifen Gottes kommt und dass diese satanischen Ängste und Panik, das ist nichts, was von Gott kommt,
kommt. Das ist immer was, was vom Teufel kommt. Dass das gebunden ist, dass das gefesselt ist, dass das zerstört ist und dass die Geschwister frei werden. Frei werden. Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben. Ja. Er hat uns keinen Geist der Angst gegeben, sondern er ist derjenige, der uns Shalom gibt, der uns Frieden gibt, der uns Sicherheit gibt. Und so nehmen wir das alles. Gerade wenn Menschen unter einer dämonischen Bedrückung von Angst sind, ja, wo es wirklich zu einer Macht ist in ihrem Leben, wo sie einfach nicht rauskommen. Wir erklären, es ist gebunden im Namen Jesus Christus. Jede Form von Angst, Sorge, Panik. Wir erklären, es ist gebunden, gefesselt. Und wir erklären, es wird geknebelt, vernichtet, dass es nicht mehr wirken kann. Raus aus dem Leben von den Geschwistern des Herrn. Im Namen Jeshua HaMashiach. Und Herr, wir setzen den Geist, deinen Heiligen Geist frei, dass er dieses Vakuum in den Herzen, in der Seele, in dieser Psyche, dass du das Heilige Geist ausfüllst, dass du wirklich kommst und komplett diesen inneren Raum, dieses, was da so ein diffuses, nebliges Licht hat, dass du das wirklich veränderst, dass du vollkommen ausfüllst, dass du mit diesem Gold deiner Herrlichkeit kommst, dass da wirklich eine Wärme jetzt gespürt wird, dass da jetzt wirklich eine Veränderung kommt, weil Luft und Raum und Licht von dir kommt, Heiliger Geist. So, hier dieser große Stapel, das ist einfach Krankheiten, körperliche Krankheiten, seelische Krankheiten. Ja, und ich habe den Eindruck, dass ich dafür in Zungen beten soll. Wang ya ting to ya hang ho, to va ya hang ti ya wang tai, tong to ya hiang to va ya hang ho, ting ta ya tong, hang ti ya to ya va hua. Das heißt, Gott, der Herr, sieh diese Anliegen, sieh diese Not, sieh diese körperlichen und seelischen Nöte. Komm mit deinem Feuer, komm mit deiner Heilung, komm mit deiner Kraft. Jetzt im Namen Jeshua HaMashiach. Im Namen Jeshua HaMashiach. Tanya, hing to, wang hu wang tai. Totia, wang hu wang tia. Nichts kann die heilende Kraft des Herrn aufhalten, wenn das Volk Gottes betet. Yes. Wir sagen, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird es gelingen, dich zu zerstören. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, wird dir dein Leben einfach so wegnehmen. Du sollst leben und die Werke des Herrn verkündigen. Amen. Yes. Herr, wir sprechen eine tiefe Glaubensgewissheit in die Geschwister hier rein. Ja. Wir sprechen aus, dass da eine tiefe, tiefe Gewissheit ist, dass du ihr Leben in den Händen Amen. Hältst. Und dass die Not nicht größer ist als das, was du geben kannst. Herr, ich bete, dass wirklich die Sorgen auf dich geworfen werden, weil du der Versorger bist und dass du gesagt hast, zugesagt hast, dass der Gerechte nicht wanken wird in Jesu Namen. Ja, ja. Wir sprechen aus im Namen Jesus Christus, was wir über Azusa gehört haben, was dort geschehen ist und wo die Propheten damals gesagt haben, die mächtigen Männer Gottes, wo die gesagt haben, das wird wiederkommen, es wird wiederkommen und es wird noch viel größer sein. Amen. Wir sprechen aus. Das gilt gerade auch für die, die in diesen Krankheiten gebunden sind, jetzt. Die werden frei und sie werden wirklich genau in diesem Bereich vom Herrn gebraucht werden, andere zu heilen. Und wenn du dabei bist, wenn das dich betrifft, dann nimm es im Glauben. Sag, I receive, ich nehme das, ich glaube das. Ich werde jemand sein, der heute noch in Krankheit ist. Morgen werde ich für andere beten und sie werden geheilt sein. Und genauso ist es mit allen anderen. Wenn du im Bedrängnis bist, im finanziellen Bereich, durch irgendwas, dann bete dafür, dass du sagst, morgen werde ich anderen helfen, die in dieser Not sind. Wenn du in Sucht bist heute, dann bete dafür, dass du jemand bist, den der Herr gebraucht, um andere frei zu machen. Und das ist etwas, was der Feind hier macht, soll ihm zum größten Schaden sein, weil Menschen dafür gebraucht werden. Ja. Und das finden wir in der Bibel. Beispielsweise eben bei Paulus. Ja, der war ein hochausgebildeter Typ, der das Volk Gottes verfolgt hat. Mhm. Er wurde genau derjenige, der in seiner Art und Weise das Sprachrohr Gottes wurde und Gigantisches bewegt hat. Ja. Und warum nicht für dich? Warum nicht für deine Kinder? Warum nicht für deine Gemeinde? Was soll das hindern? Das gerechte Gebet vermag viel. Halleluja.
Ich möchte jetzt hierüber gerne, wie beim letzten Mal auch, das Abendmahl nehmen. In dem Sinne, dass wir hierüber, über diesen Anliegen, wie sie hier sind, einfach auch wieder das Brot brechen. Das Brot brechen in dem Sinne, das ist jetzt einfach im Geist zu verstehen, du musst das im Geist verstehen, diese Anliegen von all diesen Geschwistern, wir brechen darüber das Brot als Zeichen dafür, dass das durch Christi Striemen behandelt ist, dass das geheilt ist, dass er darüber gewirkt hat. Es ist nichts Mystisches, es ist einfach nur ein Zeichen, ein geistliches Symbol. Ein prophetisches Bild, dass all das hierüber gilt. Ja. Amen? Amen. Yes. Namen Jesus. Wir brechen es über diesen Anliegen. Und im Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Wir nehmen das als ein prophetisches Zeichen und wir sprechen aus: Herr, dein Leib wurde hingegeben, auch für all diese Nöte. Dein Blut ist vergossen worden, auch für all diese Nöte. Und wir danken dir dafür, dass wir das nehmen dürfen. Und was mich besonders freut, ist, dass hier unser deutsches Grundgesetz auch dabei ist. Im Namen Jesus. Yes. Auch das soll etwas sein, was nicht angetastet wird. Und diejenigen, die es wagen anzutasten, möge der Herr in seiner Weisheit mit ihnen handeln, wie es er es für richtig hält. Im Namen Jesus Christus. Herr, wir beten jetzt für alle die Menschen hier, auch für die Menschen, die jetzt hier in dieser Gemeinschaft zusammen sind, dass du ihnen zusprichst, dass da deine Gedanken sind. Deine Gedanken sind voller Zuversicht, weil du gesagt hast, ich weiß wohl, welche Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Und wir sprechen das aus. Shalom über diesen Menschen. Ja. Amen. Shalom über euch, die ihr jetzt hier in Livestream zusammen gewesen seid mit uns. Yes. Wir sprechen aus: Gnade Gottes sei an eurer Seite. Ja. Euer Fuß werde gelenkt, dass ihr eure Schritte zum Weg gemacht bekommt. Das ist ein Wirken des Herrn in eurem Leben. Wir beten, dass ihr von einem tiefen Frieden heute Nacht begleitet werdet. Ja. Gleichzeitig auch Träume, prophetische Träume empfangt von Gott. Visionen und Bilder habt von ihm, Amen. Die euch in eurem Glauben weiterbringen. Yes. Die euren Weg vorbereiten in die nächsten Entwicklungen, die es gibt. Wir beten, dass ihr sicher sein könnt, dass Gott euer Gebet hört, dass jedes Gebet in den Gebetsschalen bei ihm aufgehoben wird und dass es nicht umsonst ist und dass es nicht nur zur Decke geht und dass es hier nicht um irgendeinen Ritus geht, sondern dass es Wahrheit Gottes ist, wenn wir das Wort Gottes aussprechen. Und wenn du jetzt einfach in dieser Situation den Impuls hattest, dass du sagst, ja, ich habe das empfangen für mich, ja, ich weiß, da ist jetzt etwas passiert im Geist, lass es dir nicht wieder rauben. Lass es dir vom Feind nicht wegnehmen. Denk an das vierfache Ackerfeld. Das wird ausgestreut und das muss aufgehen. Und der Feind ist da und versucht es durch Zweifel oder irgendwas wegzumachen. Sondern, ich sag mal, bewässer es gut. Sorg dafür, dass es wachsen kann. Sorg dafür, dass es stark wird. Sorg dafür, dass du das, was du empfangen hast, dir nicht rauben lässt. Ja. Das ist ja auch kein Automatismus, sondern du musst es festhalten, du musst es bewahren, du musst weiter damit vorwärts gehen, du musst sagen, im Namen Jesus, an diesem Tag habe ich meine Heilung empfangen oder meinen Segen empfangen oder meine, was auch immer empfangen, ich weiß es und ich halte das dem Herrn vor. Und du gehst einfach damit weiter, ja, du nimmst es und du sagst, ich lasse mich von den Umständen und dem, was ich so sehe, im Natürlichen nicht blockieren, sondern ich gehe einfach weiter, ja, ich nehme es und ich gehe mit dem Herrn, Halleluja. Yes. Halleluja. Amen. Halleluja. Wir werden für diese Anliegen, die bleiben ja bei uns, ja, hier so schön stehen, wir werden immer wieder die Hände auflegen, dafür beten. Jedes Anliegen, was bei uns reinkommt, wird gelesen, bekommt Gebet und wir sind
dankbar auch für das Vertrauen, was ihr zu uns habt. Ja, das stimmt. Dieses tiefe Vertrauen, dass ihr uns das anvertraut, dass ihr sagt, hier, da sind meine Herzensbedürfnisse und da kommt auch keiner ran. Das bleibt bei uns und ist gut aufgehoben hier in diesem Mosekörbchen, dieser kleinen Arche. Ja, das ist eine kleine Arche, das stimmt. Gut, ein langer Livestream diesmal. Wir werden ihn wieder in Teile teilen, sodass ihr das nachschauen könnt und auch nochmal vielleicht mitbeten könnt, euch nochmal erinnern lassen könnt an verschiedene Dinge. Und wir verabschieden uns. Jawohl. Bis zur nächsten Woche. Die Tage gehen sehr schnell, habe ich den Eindruck. Und wir sind gespannt, was der Herr uns wieder zeigt, aufs Herz legt. Und wir verabschieden uns. Wir beten, dass ihr gesegnet seid. Jawohl. Siegreich und wundervolle und Woche. In seiner Weisheit und in allem, was er für dich hat. Sei gesegnet im Namen Jesus. Amen. Geh im Shalom des Herrn in diese nächsten 7 Tage hinein, bis wir uns wiedersehen. Yes. Blessings. Ciao.